Am Günterbrunnen von Rudolstadt in Thüringen. Gut 500 Menschen sind da. Dass selbst in kleineren Orten Hunderte kommen, um ihr zuzuhören, ist Sarah Wagenknecht gewöhnt. Das sei diese Sehnsucht nach einer anderen Politik, sagt sie. Und genau die will sie verkörpern. Offenbar mit Erfolg. Das nach ihr selbst benannte Bündnis könnte drittstärkste Kraft in Sachsen werden und in Thüringen sogar auf Platz 2 landen, hinter der AfD. Wir brauchen zur AfD eine Konkurrenzpartei. Es kann nicht sein, dass uns ein Björn Höcke regiert. Die anderen Altparteien, die haben ja alle 30, 40 Jahre gewählt. Und es hat sich nicht etwas für die Bürger geändert, zum Besseren. Und deshalb suche ich mir jetzt jemanden aus, der vielleicht es anders macht. Und die etablierten Parteien hatten die Chance. Vielleicht ändert sich was. Wir werden sehen. Ganz anders sieht es aus, wenn die SPD in Thüringen Wahlkampf macht. Lars Klingbeil ist vergangenen Freitag in Gera immerhin der Parteivorsitzende. Doch selbst mit Berliner Politikprominenz, hier ist das Publikum überschaubar. Höchstens 50 Leute sind da, viele davon SPD-Mitglieder. Man bleibt unter sich. Stattdessen kommen am selben Nachmittag etwa 600 Menschen zu einer Wahlkampfveranstaltung der AfD, auch in Gera. Der Osten macht's, ein Slogan, der das Selbstwertgefühl vieler hier anspricht. Aus Berlin ist der stellvertretende Bundessprecher der AfD, Stefan Brandner, da und freut sich über die vielen, die gekommen sind. Die Massen sind da. Dieser Wahlkampf polarisiert. Die Stimmung ist aufgeheizt. Das zeigt sich auch gestern Abend in Jena. Etwa 2000 Demonstrierende versuchen, einen Auftritt des Thüringer AfD-Spitzenkandidaten Björn Höcke zu verhindern. Die Demos sind angemeldet und zunächst friedlich, doch dann kippt die Stimmung. Die Polizei setzt Pfefferspray und Schlagstöcke ein und AfD-Mann Höcke tritt nicht auf. In Erfurt ist heute Friedrich Merz auf Wahlkampftour. Hinter vorgehaltener Hand sagen manche Wahlkämpfer hier, dass sie mit gemischten Gefühlen auf die Unterstützung aus Berlin schauen. Viele Thüringer Wählerinnen und Wähler sehen sich von der Politik in Berlin nämlich nicht vertreten. Eigentlich fühle ich mich überhaupt nicht gesehen und verstanden. Also ich finde, der Osten, speziell der Osten, nicht nur Thüringen, sondern der Osten, da wird überhaupt nicht geguckt, was die Menschen bewegt, was die Menschen für Bedürfnisse haben. Also ich finde, dass, da kommt der Osten viel zu wenig, findet statt. Ich denke, Thüringen ist ein bisschen unterrepräsentiert und wird auch tatsächlich nicht wahrgenommen, obwohl wir im Herzen Deutschlands sind. Das Interesse am Wahlkampf in Thüringen ist groß. Doch es sind nicht die politischen Ideen der etablierten Parteien, die mobilisieren. Was Neues soll offenbar her.